Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der es ausprobiert und ziemlich schnell kapiert. Hey. Der die Welt bereist und ganz schön Mut beweist. Das ist Julian, Checker Julian, der gibt Gas, ey, ziemlich cool, Mann. Der, der gerne schlemmt und auch mal verpennt. Der fast immer lacht und auch gern mal Unsinn macht. Das ist Julian, Checker Julian, Checker Julian. Hey Leute, schaut mal, wo ich gerade draufstehe. Ich stehe hier gerade auf einem Pferd. Das ist eine eigene Sportart, da macht man Turnübungen auf Pferden. Und wie die heißt und noch mehr Pferdesport gibt es in der Sendung. Heute geht es um Pferdesport. In Deutschland leben ungefähr 1 Million Pferde. Und die meisten von ihnen sind echte Sportler. Neben dem klassischen Reiten gibt es viele andere Pferdesportarten und da ist richtig Action angesagt. Ich treffe heute ein paar echte Pferdefans. Springreiterin Isabel gibt mir heute meine allererste Reitstunde. Außerdem besuche ich Dressurreiterin Lena und beim Voltigieren lerne ich sogar Kunststücke auf dem Pferd. Beim Pferdesport ist vor allem eins wichtig. Das Pferd ist ein Freund und Partner. Deshalb gehört es immer dazu, sich um die Pferde zu kümmern. Also, lasst uns losreiten. Hier kommt der Pferdesport-Check. Und jetzt erstmal die Checker-Fragen. Hab sie. Was ist ein Ochser? Was sind Hilfen beim Reiten? Und was passiert beim Voltigieren? Das checke ich für euch. Ich bin auf einem Pferdehof in Wolfesing bei München. Aber komisch, gar keine Pferde hier. Transporter gibt's, also müssen hier auch irgendwo Pferde sein. Ah, da sind sie ja. Im Warmen. Und da ist auch Isabel. Sie gibt mir heute meine erste Reitstunde. Hallo Isabel. Hi Julian. Hallo. Hi, freut mich. Und das ist dein Pferd? Genau, das ist die Hi Joey. Hallo. Eine Stute. Wow. Sie ist 15 Jahre alt. Darf ich die mal streicheln? Ja, die kommt schon zu mir. Klar, die ist neugierig. Hallo. Wenn man auf Pferde zugeht, sollte man immer ruhig bleiben. Wichtig ist, dass sie einen gut sehen können. Denn Pferde sind Fluchttiere und erschrecken sich leicht. Super. Okay, und auf der Hi Joey lerne ich heute reiten, ne? Genau, aber davor müssen wir sie erst noch sauber machen. Wir putzen den Staub und Dreck aus dem Fell, damit der Sattel später nicht scheuert. Für die Pferde ist das wie eine Massage. Schaut mal, Hi Joey gefällt's richtig. Hufe auskratzen vor und nach dem Reiten ist wichtig, damit sich keine Steine unter dem Hufeisen verklemmen und sich nichts entzündet. Zum Reiten braucht man, klar, einen Sattel und ein Zaumzeug mit Zügeln. Damit lenkt man das Pferd. Und ich brauche natürlich auch Ausrüstung. Reitstiefel, eine Reithose und einen Helm. Kann losgehen. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin noch nie in meinem Leben auf einem Pferd gesessen. Okay. So, jetzt stellst du dich auf den Hocker drauf mit beiden Beinen. Jetzt stellst du vorsichtig deinen linken Fuß in den linken Steigbügel rein. Du musst aber langsam in den Sattel reinfallen, dass du nicht reinplumpst, weil sonst tut es dir im Rücken weh. Puh, ich sitze auf einem Pferd. Sehr cool. So, zum Reiten braucht man als erstes schon mal die Zügel. Mhm. Du nimmst die Zügel in die Hand. Erstmal nimmst du so, wenn du ganz vorsichtig rechts ziehst, damit du dir nicht wehtust, dann müsste der Pferdekopf nach rechts gehen. So? Jawohl, hat geklappt. Sehr gut. Probier das auch nochmal auf der anderen Hand, also auf der linken Seite. Sehr gut. Fein. Und in der Bewegung, dann würde sie auch nach links oder nach rechts gehen, je nachdem, wie du es eben möchtest. Okay. Jetzt gibst du einen leichten Impuls mit deiner Wade am Pferdebauch, damit sie losgeht. Also ich drücke gegen den Pferdebauch? Genau. Sehr gut, jetzt bleibst du wieder ruhig sitzen, wackelst nicht so mit dem Oberkörper und mit dem Kopf. So, jetzt hast du es geschafft loszureiten, jetzt versuchen wir auch gleich nochmal, dass du anhalten kannst. Zum Stehenbleiben musst du ganz ruhig sitzen bleiben, darfst nicht mehr mit deiner Wade drücken und musst mit beiden Zügeln gleichzeitig leicht ziehen, damit sie stehen bleibt. Geschafft! Jetzt war sie ja beim Reiten sehr brav, jetzt lobst du sie einmal. Okay, aber sehr brav. Super, Hi Joey. Nächste Aufgabe. Ich soll hier Slalom reiten. Jawohl. Jetzt wieder rechter Zügel. Rechter Zügel. Rechts, rechts. Ich du musst rechts ziehen. Mann. Echt? Irgendwie habe ich mir das einfacher vorgestellt. Okay, aber ich bin ja noch im Rennen. Pass auf. Genau, jetzt musst du einfach gleich wieder links ziehen. Jawohl. Gerade sitzen bleiben, Schultern zurück, Mund zu. Mann. Mist, jetzt habe ich auszusehen gebremst. Ja, jetzt musst du wieder zum Losreiten. Sehr gut. Die Joey ist schon komplett verwirrt. Und jetzt wieder rechter Zügel. Nach rechts. So. Sehr gut. Und stopp.
Jawoll! Super, Joey, fein. Darf ich jetzt schneller reiten? Jetzt können wir das schneller reiten testen. Allerdings würde ich dich dafür an die Longe nehmen, damit sie in einem großen Kreis einfach um mich rumläuft. Die Longe, das ist diese lange Leine. Der Vorteil, Isabel hat die Kontrolle. Jetzt geht's los, im Trab. Oh, aufstehen und hinsetzen, wenn ich 1 und 2 sag. Eigentlich sollte ich leicht traben. Das heißt, bei jedem Schritt von Hi Joey kurz aufstehen, um mir nicht so in den Rücken zu plumpsen. Aber ich hops rum wie eine Gummipuppe und kann überhaupt nichts machen. Aufstehen und hinsetzen. Pause, 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 Pause. Oh Gott. Ah. Was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht? Du musst aufstehen, hinsetzen, aufstehen, hinsetzen, aufstehen, hinsetzen. Okay. Aufstehen, hinsetzen. Aufstehen, hinsetzen. Ich versuch's mal lieber im Galopp. Da rennt Hi Joey richtig. Aber zum Sitzen ist es gemütlicher als im Trab. Lass dein Bein ein bisschen weiter vorne jetzt. Klappt super, oder? Und macht doch echt Spaß. So, ey, Isabel, das mit dem Trab und dem Galopp habe ich mir irgendwie einfacher vorgestellt. Ich komme mal runter. Sehr gut. Oh Gott. Jetzt hat sie sich aber wirklich ein Leckerli verdient. Ich glaube auch. Vielen Dank dir. Schaut mal, ich habe ein Pferd gefunden, was sogar ich reiten kann. Darf ich vorstellen? Das ist Ferdi. Der ist echt super brav. Aber jetzt erstmal eine Frage an euch. Wie läuft ein Pferd bei der Piaff? A. Rückwärts? B. Seitwärts? Oder C. auf der Stelle? Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Jetzt geht's ums Springreiten. Die Pferde springen dabei mit ihren Reitern über hohe Hindernisse. Auch Isabel ist eine erfolgreiche Springreiterin. Für ihr Training müssen wir als erstes die Hindernisse aufbauen. So. Ich sag mal, wie hoch ist denn das eigentlich? Das hat jetzt circa so einen 1,45 Meter, 1,50 Meter. So, und da kannst du auch drüber springen. Was sind so die höchsten Hindernisse, über die du drüber springen kannst? Was ich springe, ist so 1,40 Meter, 1,45 Meter. Die Weltspitze, die reitet auch so zum Teil über 1,60 Meter drüber. Also schon echt ziemlich hoch. Was passiert denn, wenn das Pferd nicht hoch genug springt? Ach, an sich, da passiert nichts Dramatisches. Wenn es nicht hoch genug springt, dann berührt sie Stange und dann fällt sie auch einfach runter. Da kann sich auch niemand verletzen, weil die berühren es ja dann mit dem Huf, der ist das Horn und dann spüren die das minimal. Und was für eine Art von Hindernis ist das da? Das ist jetzt ein Stallsprung, sprich da ist allein die Höhe entscheidend. Mhm. Da muss das Pferd nur in die Höhe springen. Okay, was gibt es noch für Hindernisse? Können wir uns die mal anschauen? Ja, natürlich, machen wir. Cool. Das hier ist jetzt ein Ochser. Okay. Checkerfrage. Was ist ein Ochser? Nachdem wir da hinten noch mal zwei Ständer und die Stange haben, nennt man das jetzt einen Ochser. Sprich, das ist jetzt nicht mehr nur noch die Höhe entscheidend, sondern auch noch mal die Weite. Oh, weil das Pferd muss ja auch noch mal in die Weite springen, damit es die hintere Ochserstange nicht berührt. Und was ist das Ding hier? Das ist eine Wassermatte. Die gibt dem Sprung einfach noch mal eine neue Optik. Das ist für manche Pferde etwas schwieriger. Die ein bisschen hingucken, dann zögern manche Pferde ein bisschen. Isabel hat Hi Joey gesattelt. Jetzt geht's los. Beim Springreiten steuert Isabel ihr Pferd im Galopp mit den Zügeln auf das Hindernis zu. Genau in dem Moment, in dem Hi Joey abspringen soll, drückt Isabel mit ihren Beinen gegen den Pferdebauch. Damit der Sprung klappt, muss das Pferd die Höhe und Weite des Hindernisses alleine richtig einschätzen. Hi Joey kann das sehr gut. Trotzdem, die beiden arbeiten als Team und müssen regelmäßig trainieren. Bei Turnieren wird die Zeit gestoppt, die Pferd und Reiter für die Hindernisse brauchen. Wenn das Pferd vor dem Hindernis ausweicht oder eine Stange runterfällt, gibt's Strafpunkte. Am Ende gewinnt derjenige, der am schnellsten war und die wenigsten Strafpunkte hat. Isabel hat schon öfter auf Turnieren gewonnen, zum Beispiel die Oberbayerischen Meisterschaften. Wow! Hey, das war echt super. Nicht schlecht. Danke. Also für mich sieht das irgendwie auch total gefährlich aus. Ist dir eigentlich schon mal was passiert? Also natürlich fällt man wirklich oft runter, das gehört leider irgendwie dazu. Aber egal, wie man stürzt, es ist eigentlich immer so, Thema Nummer 1, geht es meinem Pferd gut. Und macht es ihr dann überhaupt Spaß, das Springreiten?
doch. Also ich denke nicht, dass sie es von Natur aus machen würde. Mhm. Aber man merkt immer an den Pferden auch sehr schnell, was ihnen Spaß macht oder was nicht. Und sie ist einfach ein wahnsinnig ehrgeiziges Pferd. Und auch wenn man zum Sprung reitet, man merkt schon, und die freut sich. Glaubst du, ich könnte auch über irgendwas drüber springen? Klar, kannst dich einmal draufsetzen, dann können wir es mal testen. Boah, abgefahren. Achtung, passt gut auf, dass ihr meinen großartigen Sprung nicht verpasst. Boah, ja. Das ging euch zu schnell. Wartet, hier kommt's noch mal. Ein Oxer ist ein Sprung in die Höhe und die Weite. Solche Hindernisse können bis zu 1,60 Meter hoch sein. Gecheckt. Sport mit Pferden gibt's schon super lange. Menschen haben schon vor 5000 Jahren Pferde gezähmt. Sie haben ihre Kraft für die Feldarbeit und zum Transport genutzt. Das war über Jahrtausende hinweg die wichtigste Aufgabe von Pferden. Für den Sport wurden sie später eingesetzt. Die alten Römer haben zum Beispiel schon vor 2000 Jahren Wagenrennen mit Pferden veranstaltet. Im Mittelalter, also vor etwa 1000 Jahren, sind Ritter bei großen Turnieren gegeneinander angetreten und haben versucht, sich gegenseitig vom Pferd zu stoßen. Der Verlierer musste dem Sieger nicht nur seine Rüstung und seine Waffen geben, sondern sogar sein Pferd. Bis vor etwa 70 Jahren waren Pferde in der Armee super wichtig. Als Transporttiere, aber natürlich auch im Kampf. Deswegen trainierten die Soldaten regelmäßig mit ihren Pferden, woraus dann auch später das Dressurreiten entstand. Als dann Autos erfunden wurden, brauchte die Armee die Pferde einfach nicht mehr. Und immer mehr Menschen betrieben das Reiten einfach nur noch als Sport. Sogar Kutschefahren ist ein Sport geworden. Heute werden zum Beispiel Hindernisrennen ausgetragen, aber für die Feldarbeit braucht keiner mehr Pferdewagen. Die Westernreiter heute zeigen, dass sie mit ihren Pferden Rinder treiben können, so wie früher die Cowboys. Bei Mounted Games treten die Reiter mit ihren Ponys in Teams an. Sie müssen verschiedene Geschicklichkeitsspiele gewinnen. Und beim Polo müssen die Reiter einen kleinen Ball in Tore schießen. So ähnlich wie beim Hockey. Das Voltigieren hat sich aus der Reitausbildung für Soldaten entwickelt. Genauso wie das Dressurreiten. Das ist nämlich die Grundlage für alle Pferdesportarten. Und deswegen bin ich jetzt in einem Pferdestall bei Starnberg. Dort bin ich mit Dressurreiterin Lena und ihrem Pferd Campino verabredet. Die beiden sind seit 13 Jahren ein Team und haben schon bei einigen großen Turnieren gewonnen. Hi Lena. Hi. Hallo. Oh. Servus. Das ist der Campino, oder? Das ist Campino. Darf ich den mal streicheln? Ja, natürlich. Am besten hinter den Ohren. Hier? Da hat er es besonders gern. Was ist denn eigentlich Dressurreiten? Dressurreiten ist quasi Gymnastik mit dem Pferd. Und wir bringen ihm dabei Kommandos und Lektionen bei. Ich übernehme dabei die Führung und sage ihm, was für eine Geschwindigkeit er gehen soll oder was für Figuren wir vorführen. Und wie das geht, zeigen mir die beiden jetzt. Auf Turnieren trägt Lena Frack und Zylinder. Die beiden sehen ziemlich schick aus, oder? Und genau darum geht's auch beim Dressurreiten. Das Team aus Pferd und Reiter soll möglichst gut zusammenarbeiten. Jetzt könnt ihr auch die Gangarten eines Pferdes nochmal in Perfektion sehen. Das hier ist Schritt. Im Trab berühren immer nur zwei Hufe gleichzeitig den Boden. Zwischen den Schritten schwebt das Pferd kurz in der Luft. Im Galopp läuft das Pferd im Dreitakt und springt richtig nach vorne. Galopp ist am schwungvollsten. Schritt, Trab und Galopp beherrscht jedes Pferd von Natur aus. Aber Lena und Campino können noch viel mehr. Zum Beispiel Figuren wie die Galopp-Pirouette, bei der Campino sich auf der Stelle dreht. Und die Piaf. Campino trabt auf der Stelle. Richtig cool. Übrigens, rückwärts einparken wäre für Lena und Campino ein Klacks. Diese schweren Lektionen lernt Campino nur durch jahrelanges Training und mit viel Belohnung. Boah, Respekt! Campino ist für heute fertig mit dem Training und wir bringen ihn auf die Koppel. Aber eins muss ich noch wissen. Wie machst du das eigentlich, dass er macht, was du willst? Weil du redest ja gar nicht mit ihm, oder? Unsere Kommunikation funktioniert über Hilfen. Das war doch auch eine Checkerfrage. Was sind Hilfen beim Reiten? Was sind denn Hilfen? Hilfen gibt es hauptsächlich drei Arten. Das ist einmal, wie man das mit dem eigenen Körpergewicht auf das Pferd einwirkt. Nach links lehnen oder nach rechts lehnen. Mhm. Dann gibt es die Schenkelhilfen. Das ist der Druck mit dem Bein gegen den Bauch des Pferdes. Und als drittes gibt es noch die Zügelhilfe.
Das ist ganz typisch, das entweder kürzer nehmen des Zügels oder das länger lassen des Zügels. Okay, aber das sind jetzt Sachen, die ein normaler Reiter auch macht, oder? Was ist dann da so das Besondere am Dressurreiten? Beim Dressurreiten ist es besonders wichtig, dass die Hilfen so fein wie möglich sind. Sprich, dass du so wenig wie möglich davon siehst. Schaut mal, Lena gibt Campino ständig kleine Signale mit den Waden, über die Zügel und mit ihrem ganzen Gewicht. So weiß Campino, ob er nach links oder nach rechts, langsamer oder schneller laufen soll. Lenas Zügelhilfen sind so fein und unauffällig, dass man wirklich ganz genau hinschauen muss. Gibt es eigentlich auch Sachen, die man nicht machen darf mit dem Pferd? Man sollte niemals unfair zum Pferd sein und ihm wehtun. Und weil fair sein total wichtig ist, darf Campino jetzt endlich auf die Koppel. Ja, und Lena, vielen Dank dir, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Gerne. Hilfen sind Signale, die der Reiter dem Pferd gibt, zum Beispiel mit den Zügeln. So sprechen Reiter und Pferd miteinander. Gecheckt. Nicht alle Menschen finden Pferdesport gut. Sie sagen, Pferde sind keine Sportgeräte. Kunststücke und hohe Sprünge lernen sie nur, wenn sie dazu gezwungen werden. Und das auch oft mit Gewalt. In der freien Natur würden Pferde ja auch keine Pirouetten drehen oder über hohe Hindernisse springen, außer wenn sie wirklich müssen, also wenn sie zum Beispiel auf der Flucht sind. Stimmt nicht, sagen Pferdesportfans. Die meisten Pferdehalter sind verantwortungsvoll und zwingen ihre Pferde zu nichts. Außerdem reiten sie erst auf den Pferden, wenn sie ausgewachsen sind und schonen sie, wenn sie alt werden. Und sie sagen, Pferde wurden schon seit Jahrhunderten für den Sport gezüchtet und kennen es gar nicht anders. Außerdem brauchen die Pferde die Bewegung, die sie beim Sport bekommen. Da sagen die Kritiker wieder, bei einigen Pferdesportarten gibt es ein großes Verletzungsrisiko für die Pferde. Deswegen fordern die Kritiker strengere Regeln zum Schutz der Pferde. Weiter geht's bei den Voltigierern aus Weicht in Schwaben. Sie turnen auf dem Rücken eines galoppierenden Pferdes. Darf ich vorstellen? Rolando, die Trainerin Petra, Julian, da heißt wie ich, Chiara, Sarah, Theresa, Alex und Laura. Ja, na gut, ich habe mich nur eingeschlichen. Ich habe nämlich noch eine Checkerfrage zu klären. Was passiert beim Voltigieren? Voltigiert wird im Galopp. Die Voltigierer müssen sich dem Rhythmus des Pferdes anpassen und das Gleichgewicht halten. Das sieht echt schwer aus. Die Longenführerin in der Mitte ist dafür zuständig, dass das Pferd so brav läuft. Laura, die Kleine ganz oben, schwebt bei manchen Übungen in gut 4 Metern Höhe. Ganz schön mutig. Da muss sie sich wirklich zu 100% auf ihre Partnerinnen verlassen können. Wow, habt ihr das gesehen? Julian kann sogar einen Salto. Alter Schwede, Julian, nicht schlecht. Hat jetzt auch gut geklappt. Mega, ey. Ich bin echt beeindruckt. Ja, doch, war ganz gut. Das Wintertraining, da ist man noch immer so ein bisschen noch nicht ganz fertig für die nächste Saison, aber lief schon ganz gut. Super gemacht. Nice, 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 nice. Aber ohne Rolando würde natürlich gar nichts gehen. Der freut sich über das Lob von seinen Voltigierern. Worauf kommt es denn eigentlich an beim Voltigieren? Man muss eigentlich alles haben. Kraft, Ausdauer, die Kondition muss passen, Gleichgewicht. Und dann kommt halt natürlich der große Teil dazu, dass man das Ganze auf dem Pferd macht. Nicht auf dem Turngerät, sondern es ist ein Lebewesen. Und man muss mit dem Pferd turnen, weil sonst schmeißt es einen im schlimmsten Fall dann runter. Ja. Cool. Da muss man aufpassen. Ich finde es eh krass, dass da sind dann wirklich 3 Leute auf dem Pferd. Ist es nicht total anstrengend für das Pferd? Die sind extra trainiert dafür, dass auch 3 Leute draus sein können. Und die sind natürlich das auch gewohnt und stecken das locker weg. Okay, cool. Was gibt's denn eigentlich so für Übungen beim Voltigieren? Also das ist so ein bisschen gegliedert in Pflicht- und Kühübungen. In der Pflicht ist man ja eigentlich immer alleine auf dem Pferd und in der Kühe können ja bis zu 3 Leuten gleichzeitig dann auf dem Pferd sein. Okay. Und in der Pflicht, da macht jeder Voltigierer dasselbe, um eben das Können zu vergleichen direkt. Diese Übung heißt Fahne. Und das ist eine Schere. Die Übungen sollen sehr elegant aussehen. Arme, Beine und Zehen müssen immer gestreckt sein und man darf nicht wackeln.
Und in der Kür ist dann im Prinzip jedem freigestellt, was er so an Übungen macht. Da macht man dann im besten Fall das, was man am besten kann. Aha. Und muss natürlich trotzdem vielseitig sein. Kann man so ein bisschen der Kreativität freien Lauf lassen und sich selber so ein Kürprogramm dann einfallen lassen. Und was ist so deine Lieblingskürübung, also deine Spezialität? Ja, also ich mache sehr gerne vor allem meine Abgänge. Aha. Also vor allem den Salto eben oder eben auch einen Flickflack. Ein Flickflack? Genau. Vom Pferd runter? Genau. Wow! Gleich nochmal, weil es so schön war. So, jetzt bin ich dran. Voltigierer müssen fit sein. Julian trainiert an 6 Tagen in der Woche. Er ist so stark wie ein Turner und beweglich wie ein Balletttänzer. Bevor ich aufs Pferd darf, muss ich erst alles auf dem Übungspferd ausprobieren. So machen das alle Anfänger, damit sie dem Pferd nicht aus Versehen wehtun. Okay, so richtig gut sieht's noch nicht aus, aber Julian sagt, ich habe den Test bestanden. Ja, du bist ja ein ganz feines Pferd. Du bist das tollste Pferd, was ich je gesehen habe. Julian hat für mich ein extra braves Pferd ausgesucht. Luino. Mit ihm ist Julian bei den Europameisterschaften Zweiter geworden. Aber ich trainiere erst mal im Schritt 3. Oh, genau. Geschafft. So. Ja komm, dann mach doch eine Fahne jetzt. Okay. Machst du eine sogenannte Bankposition und nimmst dann Arm und Bein raus. Wenn schwierig ist, ist es richtig. Okay. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Jawohl. Lass mal so. Okay, jetzt will ich's wissen. Ja, Julian, können wir auch mal Galopp machen? Ja klar. Warte, ich komm schnell hoch. Julian hat nämlich noch eine Herausforderung für mich. Mit seiner Hilfe soll ich mich freihändig aufs Pferd stellen. Julian hält mich fest, denn allein ist das für einen Anfänger viel zu schwierig. Boah, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das wackelt. Loslassen kostet echt Überwindung. Wow, ist das cool. Oh Gott. Aber es ist toll. Oh, danke Julian, das war richtig cool. Hast dich auch richtig gut angestellt. Beim Voltigieren turnen bis zu 3 Sportler auf dem galoppierenden Pferd und zeigen akrobatische Kunststücke. Gecheckt. Oh, also Ferdi, was? Boah, das stinkt. Für euch jetzt erstmal noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, wie läuft ein Pferd bei der Piaff? A. Rückwärts, B. Seitwärts oder C. auf der Stelle? Na, habt ihr die Antwort in der Sendung entdeckt? Schaut mal. Bei der Piaff trabt das Pferd auf der Stelle. Richtig ist also Antwort C. Oh Leute, das war alles super anstrengend. Ich gönne mir jetzt erstmal ein Nickerchen. Und ihr macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Checker Julian, Checker Julian.